Und damit herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Ich muss da ein kleines bisschen leiser machen, sehe ich gerade. So, und ja, letztes Mal sind wir hier in dem Dorf hier stehen geblieben. Und ich hatte tatsächlich geglaubt gehabt, so, weil seit gestern Internetabsturz war bei mir. So gefühlt Internet tot war, dass ich heute es gar nicht mehr schaffe zu streamen. Aber es hat sich ja gestern Abend noch beruhigt. Also hat sich wieder eingefangen. So, ich hatte wirklich Panik gehabt, weil selbst in der Filiale. Die hatten selbst in der Filiale Internetabsturz und da hatte ich gedacht gehabt, das wird jetzt ein paar Tage ausfallen bei mir. So, aber immerhin, es läuft wieder. Omar, Sie haben die ganze Nacht gearbeitet. Und? Dafür werden Sie doch bezahlt, oder? Hau ab! Scheiße, nein. Verpiss dich und lass mich das scheiß Spiel sehen. Was ist das? Ja. Es wäre großartig, diese Diebe loszuwerden. Alles in Ordnung? Nein, alles ist schrecklich, wie immer. Diese Plünderer kommen her, lassen uns unsere eigenen Reliquien ausgraben, zahlen so gut wie nichts. Und hauen mit den Funden und dem Profit ab. Wir alle hier sind verzweifelt. Seit Porvenir weg ist, gibt es keine Arbeit mehr. Wir sind am Ende. Und der Sturm war vermutlich auch nicht hilfreich. Das Wenige, was wir hatten, ist weg oder unter Wasser. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe einige Erfahrungen mit solchen Leuten. Vielleicht kann ich helfen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wie war nochmal dein Name? Lara. Ich bin Victor. Wenn du mit Omar reden willst, dem Anführer der Peiniger, Diebe und Plünderer, er ist da drin. Danke. Sei vorsichtig, er mag's nicht, wenn man aufmuckt. So, und jetzt kann ich auch mal endlich auf den Chat reagieren. So, hi Waifu. Wie geht's dir so? So, da haben wir einen Auftraggeber. Quatschen wir auch mal mit dem. Verpiss dich! Du störst den Impf... Omar? Wer bist du? Suchst du Arbeit? Du hast kein Glück. Wir haben genug Leute. Marco ist fürs Personal zuständig. ja, danke. Weißt du, wo er ist? Wo schon? In der Bar. Okay, suchen wir Marco. Mit Marco sprechen. Frau, Kind und Familie, habe ich weder noch. So, die Bar war da hinten, also. Also, weder noch bei mir, deswegen, weiß ich nicht, wie es denen geht. Alles kann passieren. So, lass mich raten, du bist Marco. Ich suche nach Marco. Warum? Weshalb? Ich will nur mit ihm reden. Er will wirklich keinen Ärger. Ich will keinen Ärger. Ich suche Arbeit. Arbeit? Ja. Ja, klar. Also, bist du Marco? Sag mir, dass Omar dich nicht schickt, um Ärger zu machen. Wenn eins dieser Tiere meinem Sohn was tut, dann... Marco, ich gehöre nicht zu Omar. Glaub mir. Was soll das mit deinem Sohn? Mein Knie ist kaputt, also hat Omar Pablo als Ersatz zur Ausgrabung geschickt. Er sagte, ich sei jetzt Personalchef und müsse Ersatz finden, sonst... Ansonsten müsste dein Sohn weitermachen. Ja, ich befürchte, er behält Pablo da, auch wenn ich ihm jemanden bringe. Nun, zum Glück hast du jemanden angeheuert. Dich? Wirklich, du? Würdest du das tun? Wir wollen doch den Boss nicht enttäuschen, oder? Danke. Wenn du Pablo siehst, sag ihm, ich bin hier. Ja, mir geht's soweit eigentlich ganz gut. Bin erleichtert, dass das mit dem Internet wieder funzt bei mir. Weil gestern wirklich total Absturz. Hatte ein bisschen erzählt. So, gucke mal auf der Map, Nebenmission dahin. Zum Händler, da wollten wir auch noch hin. Da waren wir noch gar nicht. Gehen wir mal dahin.
Okay, ist noch ein Stückchen. Servimos cervezas frías. Ich weiß nicht mehr, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Außer cervezas. Cervezas ist Bier, das kenne ich. Aber... Ich mag's nicht, dass sie mir ständig über die Schulter schaut. Ich habe auch nochmal eine Quest, aber... Machen wir gleich. Erstmal mit dem Händler. Was gibt's denn hier zu holen? Hallo. Lass mich raten, du sollst mich für Omar aufmischen. Von mir kriegt der Mistkerl gar nichts. Wovon redest du denn da? Was ich... Tut mir leid. Das Messer, die Waffe... Ich dachte... Na, vergiss es. Suchst du was Spezielles oder siehst du dich nur um? Was hast du denn? Was ich habe? Das hier ist Cuvaquiaco, eine der größten Ausgrabungsstätten in Südamerika. Naja, sie könnte es sein. Sie sollte es sein. Wenn die Plünderer nicht wären? Ganz genau. Omar und seinen Leuten geht's ums Geld, nicht um Geschichte. Ich verkaufe Objekte von kultureller Bedeutung. Vielleicht beschädigt, aber man kann sie restaurieren. Ich zeig dir, was ich habe. So, was haben wir hier? Wir können ein paar Waffen holen. Besten Rucksack. Wir haben 3641 Goldstücke. So, was ist das hier? Überreste Urkus Stiefel. Stiefel eines Speers oder Jägers. Mehr Erfahrung von Lautlos Kills. Okay. Was haben wir hier? Überreste 7 Meilen Gurt. Baumwoll und Lamawollgurt von unbekannter Herkunft. Erhöht die Menge herstellbarer Munition. So, den können wir uns nicht leisten. Also, die beiden können wir uns nicht leisten. Warum sind die beiden teurer als hier so ein Maschinengewehr? So, Pistolenmunitionsbeutel, kleiner Lederbeutel, der die Tragekapazität für Pistolenmunition erhöht. Den würde ich mal kaufen. Ja, so macht man Geschäfte. Vor allem die Klamotten sind auch wieder teurer als Dings gewesen. Was ist das denn? Pistolenvisier? 1000. 700 oder Pistolen-Schalldämpfer? Ich glaube, ich wäre für den Schalldämpfer. Oder warte mal, Gewehrmunitionsbeutel. Ah, okay, da kommen immer neuere hinzu. Viel Spaß. So einen neuen Schalldämpfer kam jetzt nicht. Okay, 241 Goldstücke haben wir noch. Komm bald wieder. Ja, mache ich definitiv. Ich will noch den ganzen anderen Scheiß hier haben. Waifu, auf deine Frage zu kommen wegen Wahlergebnis. Ich habe mir die noch nicht angesehen, muss ich ehrlich sagen. Also, wie das mit den Wahlen war, habe ich momentan keine Ahnung. Also, wie das jetzt Endergebnis war. Aber okay, ich glaube, wir müssen nach da hinten hin. Irgendwo hier. Das kann ich mit so vielen Einst Leuten wurde reden. Die Stadt von dem wachsamen Auge des Kondors beschützt. Doch wir ließen zu, dass der Adler ihn vertrieb. Ich verstehe nicht ganz. Ja, ich auch nicht. Manchmal gehen Sachen im Laufe der Zeit verloren. Wir dachten, Geld würde uns glücklich machen. Aber der Adler nahm auch das. Adler? Ich markiere den mir mal. Da hinten ist irgendwo ein Adler. Bevor ich das später irgendwie vergesse oder sowas, Jonah, hier sind Inka-Ruinen, aber ich glaube, das Fundament des Tempels ist älter. Ja, Abby hat sich erinnert, wo sie das Symbol sah. Es ist irgendwo im Tempel. Sehr gut, sag ihr Danke von mir. Ich bin hier. Es ist genug Dank, wenn du nichts kaputt machst. Ich bin gleich da, Lara. Ja, es ist genug Dank, wenn wir nichts kaputt machen. Hört dir schon mal gut. So, wo ist jetzt das? Hä? Das war doch gerade da.
Ach so, das Gebiet hier ist, okay. Ja, dann egal. Dann gehen wir zur Nebenquest. Ich wollte jetzt nicht die Hauptquest weitermachen. Ich wollte eigentlich die Nebenquest. So, ja, ich sag so, Politik ist nicht wirklich mein Thema. Also, ich bin da größtenteils eher raus. Also, klar, ich gehe wählen, aber ich befasse mich nicht wirklich damit. Krypta entdeckt. Nehmen wir mal mit. Okay, was ist das für eine Krypta? Hier, müssen wir auch noch mitnehmen. Das auch. Noch mehr Gold. Hier liegt eine schöne Leiche. Gut, dass die nicht aufsteht. Ja, ich habe privat auch ein bisschen zu viel Baldur's Gate gezockt. Da haben die öfters jemand mal hat die den Toten Weg verbarrikadiert. Da hatten öfters mal die Toten aufgestanden, sagen wir mal so, und bisschen für Aufregung gesorgt. Kann die mal Licht anmachen? Ah, hier. Haben wir jetzt einiges an Dokumenten, Relikten und so. Nice. Aber wollten wir nicht zum Dings, zum Stadtrat gehen? Okay, dann machen wir halt die Krypta. Das ist eine Gedenkstätte. Weiter der Tyrann. Was ist denn das eigentlich jetzt für ein neues Symbol bei OBS hier? Sehe ich gerade. Also, ihr im Chat seht das nicht, aber wenn man in der Moderationsansicht ist für Streaming und so und der Chat aktiv. Hier geht's wohl nicht weiter. Sah man sonst immer normalerweise nochmal neben den Namen eines Users. So. Scheiße! Heute gibt's Lara am Spieß. Oh, Scheiße! Oh, einen Moment. Nein! Okay, jetzt. Normalerweise bei OBS und Twitch selber gibt's ja drei Symbole neben jedem Usernamen. So nochmal, also so Buttons eher, kann man sagen. So für Timeouts, Sperren und Nachrichten löschen. Und da ist jetzt irgendwie ein viertes hinzugekommen, so ein Warndreieck. Dieser Raum hat sich besser gehalten als der Rest der Höhle. Da stimme ich dir zu, Lara. Und wir sorgen dafür, dass es genauso wie in der restlichen Höhle sein wird. Wir jagen hier alles in die Luft. So.
War's das? Wir waren jetzt nur dafür hier? Okay. Okay, jetzt ist die Frage, wo muss ich lang? Okay, da lang. Wie komme ich zurück? Ah, okay. Ah. Lara macht das Licht an. Okay, erstmal verschnaufen, dann jetzt. Nein! Okay, geil. Gibt's nochmal Lara am Spieß? Lass mich raten, ich muss da rüber. Okay, keine voreiligen. Hier müssen wir lang. Sofort beim ersten Versuch, sofort erkannt, wo wir lang müssen. Wir sind ja schließlich Profi. Hier ist noch eine schöne Leiche. Nee, nichts. Perfekt. Wir sind richtig Profi hier. Dass die Kamera aber auch so einen Fokus immer, also in der kompletten Trilogie immer so einen Fokus auf Laras Arsch hat. Ah, okay, da sehe ich schon. Und hier waren wir wahrscheinlich zu weit rechts rangesprungen. Sonst hatten wir hier jetzt alles eingesammelt, meine ich. Aber dann können wir jetzt eben hier die Dokumente einsammeln gehen. Wo führt das hier hin? Ach so. So, einmal, also das haben wir voll. Da hinten.
tormenta como la última y el río se llevará toda la gente. Sehe ich genau. So, Treibstoff für die Zukunft. Eine Theorie über die Ölaufbereitung. Ich habe ein wenig nachgeforscht und denke, wir könnten eine eigene Raffinerie bauen. Es wird allerdings große Anstrengungen erfordern und ich kann es nicht allein machen. Wir müssen einen Öltank mit einem Fassungsvermögen von 1000 Litern bauen. Der Rumpf des im Fluss gesunkenen Schiffes wäre dafür vermutlich geeignet. Irgendwelche Freiwilligen für eine Bergungsmission? Wir brauchen ein System, um das Rohöl zu sammeln. Wer will die Leitung der Eimerbrigade übernehmen? Sobald die Anlage steht, müssten wir Diesel, Kerosin und Benzin herstellen können. Die Menge sollte auf jeden Fall für die Flugzeuge ausreichen und irgendwann vielleicht sogar Profit abwerfen. Ah, okay. Ich muss jedes Mal hier die Back-Taste auf dem Controller drücken, damit die das vorliest. Ich habe mich schon letztes Mal gewundert, warum wird das nicht mehr vorgelesen. So, gab es sonst noch was? Nein, nur das Dokument. Das scheint Abbys Stammbaum zu sein. Ihre Familie lebt seit Hunderten von Jahren in diesem Dorf. Und wie es aussieht, ist sie mit den meisten Dorfbewohnern irgendwie verwandt. Irgendwie verwandt mit den meisten Dorfbewohnern. Das nehmen wir mal mit. Ich glaube, meinen Kommentar dazu lasse ich mal. Na, wenigstens bleibt alles in der Familie. Jardin Comunitario, okay. Da. Auswertung der Wasserproben. Miss Ortiz, danke für Ihre kürzliche Anfrage. Anhand der Proben, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, wurde ein Wasserqualitätsindex WQI der Flussgebiete nahe dem Dorf Kuwakyaku erstellt. Die Auswertungen zeigen, dass die Qualität als schlecht eingestuft werden sollte, da maßgebliche Faktoren wie Verschlammung, chemische Verschmutzung und Schwermetallbelastung festgestellt wurden. Sowohl Trübungen als auch Feststoffe überschreiten die ökologischen Grenzwerte. Wasser mit einer hohen Trübung ist nicht als Trinkwasser geeignet und die große Menge an Feststoffen bedeutet, dass es auch nicht zur Bewässerung verwendet werden kann, da dies zu einer Schädigung der Böden führen würde. In den betroffenen Flussgebieten wird darüber hinaus höchstwahrscheinlich kein Fischfang mehr möglich sein, was sich wiederum negativ auf die Existenz der Einwohner auswirken wird. Des Weiteren lag der pH-Wert im hohen alkalischen Bereich, während der chemische Sauerstoffbedarf ebenfalls die Grenzwerte überschritt. Beides Indikatoren für eine chemische Verunreinigung des Flusses. Wasser mit einem hohen pH-Wert, hartes Wasser, ist korrosiv und kann sowohl Rohrleitungen als auch Kleidung angreifen. Hohe Fluoridwerte im Wasser erhöhen das Risiko an Leiden wie Zahn- oder Skelettfluorose zu erkranken. Darüber hinaus stellen pathogene Bakterien wie Salmonellen ein akutes Gesundheitsrisiko für die einheimische Bevölkerung dar. Danke für die Info, Lara. Ich glaube, wir sammeln die lieber doch nur ein. Wenn so... Ich wollte meinen Kopf abschalten und nicht irgendwie, irgendwas über Wasser lernen. Sag ich jetzt mal. Ganz grob. Bodenfresser. Hier, Relikt müssen wir noch einsammeln. Da ist auch noch ein Dokument. Ich fand es aber in den vorherigen Teilen irgendwie besser, dass immer dann die Stimme von der Person, die das verfasst hat, immer eigentlich vorgelesen wurde. Okay, ab ins Wasser.
Auf der Insel da war mal ein Tempel. Jetzt sind dort nur noch ein paar Ruinen. Und eine Steinsäule, wie es aussieht. Eher eine Statue als eine Säule. Sehr fein gearbeitet. Ein Universitätsprofessor kam vor ein paar Jahren, um sie zu studieren. Hat er was gelernt? Er sagte, es ergebe keinen Sinn. War ziemlich sauer darüber und hat behauptet, dass wir ihn ausgetrickst haben. Ah, okay. Auf zum Monolithen. Und war noch auch noch was. Loot. Das beschreibt etwas in der Nähe. Hole tief Luft und finde mich direkt unter der Nase eines anderen. Hole tief Luft und... Warte mal, nochmal. Kann sie nicht nochmal lesen? Oh, toll. Hole tief Luft und... Vor der Nase eines anderen. Was sieht hier aus wie eine Nase? Also abgesehen von Laras Nase, was sieht hier sonst? Da, Nase. Gehe ich mal von aus, dass das eine Nase sein soll. Oder hier. Eine Darstellung von Inti. Oh, neues Basislager entdeckt. Wir haben wieder was. Wir haben wieder einen Fähigkeitenpunkt. Herzensbrecher, nee, wo investieren wir das mal? Ah, stimmt, habe ich wieder voll vergessen. Hier, manche kostet 2 Fertigkeitspunkte. Eile des Affen. Sie fallen nie, wenn sie nach Kanten greifen. Schnelle Reaktionszeit bei Fallen und im Kampf mit Feinden. Alles Fuchses reduziert erlittenen Schaden von tiefen Stürzen. Das Zielen auf den Kopf eines Feindes aktiviert die Kopftreffer-Zielunterstützung. Sie spannen ihre Bogen schneller und verkürzen die Zeit zwischen aufgeladenen Schüssen. Ne, ich würde lieber das hier erstmal nehmen. Falls ich mal wieder verpennen sollte, irgendwie die richtige Taste zu drücken. Und Inventar können wir was machen. Da haben wir was Neues. Hier können wir was Neues machen. 2 Upgrades verfügbar. Okay, jetzt nur noch ein Up. Da haben wir einen Rucksack. Okay, wieder neue Sachen. Hier Überlebensversteck. Ja, wir müssen alles einsammeln und wir brauchen das Geld. Lara ist noch jung und sie braucht das Geld. Da haben wir eine Schatztruhe. Warte mal, ist der unten? Der ist unter Wasser. Ist hier ein Höhleneingang?
So, erstmal wieder Luft holen. Nochmal Luft holen. Konquistadoren enthalten seltene Ressourcen und alte Artefakte. Dafür fehlt mir Dietriche, okay. Ja, gut, Dietriche, wo, wahrscheinlich wieder Hauptquest ein bisschen weiter vorankommen, dann kriegen wir die. Hier ist aber viel unter Wasser. Okay, da unten gibt's warte, was war das? Da haben wir noch eine Krypta, okay. Und hier ist noch ein Wandgemälde. Vor vielen, vielen Jahren stand da ein wunderbarer Tempel. Noch bevor du auf der Welt warst? Oh, lange davor. Bevor dein Großvater auf der Welt war. Was ist damit passiert? Ah, okay, außenrum. Bin zu früh abgebogen. Ich glaube, hier wohnen wir jetzt. Das wird jetzt unsere Wohnung. Hat die vielleicht auch Infos? Nö. Da wollen wir lang. Noch ein neues Basislager. Hey. 20% schon. Urkuchilai. Habe ich es richtig ausgesprochen? Falls wir Experten haben, bitte einmal korrigieren, wenn ich die mal falsch ausspreche, ja? So, da haben wir die... Ist das die Krypta? Oder ist das die... Fehlende Ausrüstung. Für den weiteren Fortschritt ist die Schrotflinte erforderlich. Ja gut, dann erstmal keine Schrotflinte. Keine Krypta. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen.
Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Wie jetzt? Brauchen wir größere Taschen. Aber das geht, okay. Hi, Paschi. Alles klar? Also, Paschi, auch für dich als Info. Internet funzt wieder bei mir. War gestern einfach den ganzen Tag total ausfallt. Paschi, du musst das eigentlich auch mitbekommen haben, oder? So, dass selbst in der Filiale von Vodafone hatten die kein Internet. Ich kann den Dialekt nicht bestimmen. Vertiefen Sie Laras Wissen über den Kehoa-Dialekt. So, ich muss nach da hinten hin. Okay, Hasen können wir nicht hauen. Ein Fähigkeitspunkt wieder. Nice. Ich habe leider keinen Hamster bei mir, der sich ums Internet kümmert. Der kümmert sich nur um den Strom. Der hat so ein Laufrad und da rennt er den ganzen Tag. Und solange der rennt. Und zur Not habe ich noch einen Kasten mit Ersatzhamster. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte hier die Map. Ah, hier ist dann jetzt dieses Gesperrsymbol drauf. Okay. Da können wir noch nicht. Aber hier ist das nicht. Was mit dem? Warum ist der nicht ausgegraut? Da würdest du dich beschweren gehen, dass ich kein Internet-Hamster habe. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Aber für alles andere hast du Platz, Lara, oder wie? Hier auch gesperrt? Ich wollte eigentlich das hier machen, die Banditen sorgen. Die Pest. Und ich renne hier jetzt quasi schon voraus. So, da kann ich aber mitnehmen, oder? Noch ein neues Basislager. Wie viele Basislager wollen wir entdecken? Trinity ist angespannt. Wenn sie hier sind, dann sind sie vor uns. Das heißt aber, ich bin auf der richtigen Spur. Wenn Dominguez recht hat, muss ich vor ihm bei der Schatulle sein. Ich glaube, den sparen wir. Inventar haben wir wieder was Neues. Okay, jetzt können wir uns das hier nicht mehr leisten.
So, Outfits haben wir auch nichts Neues hier. Das sind alles noch die gleichen. Wohl, warte mal. Naja, egal. Wir können das aber auch so machen, dass wir hier die Klamotten auch mal durchgehen und so. Jonah, hier sind Inka-Ruinen, aber ich glaube, das Fundament des Tempels ist älter. Ja, Abby hat sich erinnert, wo sie das Symbol sah. Es ist irgendwo im Tempel. Sehr gut, sag ihr Danke von mir. Ich bin hier. Es ist genug Dank, wenn du nichts kaputt machst. Ich bin gleich da, Lara. Das Gespräch hatten wir schon. Vorhin. Muss ich da durch? So ein neues Kuchenrezept gelernt. Eine Huldigung zur Suppe, okay. Was ist das? Das ist ein Kind. Bitte, hilf mir. Na, mein Kleiner? Okay. Die sind hinter mir her. Bist du Pablo? Ja. Alles okay. Dein Vater schickt mich. Er ist bei Abby. Geh hin und triff ihn dort. Die Typen übernehme ich. Danke. Vielen, vielen Dank. Verschwinde von hier. Das klingt gar nicht gut. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Pro Woche. Ich glaube, es ist sein Bruder. Immer Gewerkschaft hier, Gerechtigkeit da, bla bla bla. Scheiß Schneeflocke. Haben wir keinen Schalldämpfer dafür? Stimmt. Fast 100% Aufschlag, egal was wir besorgen. Ich dachte, wir hätten da jetzt, der Generator ist wieder kaputt. Reparier ihn. Okay, der vermisst seinen Kollegen. Mist! Wir sind leise wie ein Puma. Und wir haben schon Blut an Klamotten. Die kann ich nicht looten, schade. Okay, dann gehen wir mal weiter. Wo lang? Hier. Oder? Hier hin? Thank you.
Schießen! Seht nach, ob sie noch Ziel wieder erfasst! Schießen! Da ziehe mich zurück! So macht man das. Wo ist der andere hin? Nicht schießen! Ziel in sich! Alles klar. Ich tot durch Knieschuss. Also ich glaube, uns hat keiner bemerkt. Also, das war saubere Leistung. Pack deine Sachen und geh zurück ins Dorf. Sei gesegnet. Danke. Okay, mit den beiden kann ich nicht reden. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Super. Ein Opfermesser der Inka. Mehr gibt's hier nicht? Okay, schade. Ich hatte jetzt irgendwie mehr erhofft. Zumindest irgendwie irgendwas zum Looten. Vor allem die Hose ist wieder dreckig. Müssen wir gleich wieder ein Bad nehmen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, Paschi, was soll ich dazu sagen? Dass du auch hier bei mir mehr erwartet hast, glaube ich auch. Da bist du aber auch der Einzige. Da hast du dein Meer. Ich hoffe, du bist glücklich. Hast du ihn gesehen? Pablo? Ja, lief rüber zu Abby. Gut, ich hoffe, er ist okay. Wer ist das? Ich hab dich hier noch nie gesehen. Ich bin neu hier, bleibe aber nicht lange. Lass dich nicht täuschen. Das hier ist ein guter Ort. Schwierig, aber gut. Dein Garten hat den Sturm wohl überlebt. Durch Glück und harte Arbeit. Wir haben ihn gemeinsam angelegt, also haben ihn auch alle geschützt. Du bist denn nur dieses Jahr sehr glücklich. Ah, Paschi, freut mich, dass du jetzt glücklich bist. Zwar auf meine Kosten, aber... Ist nun mal so als Streamer.
Bestattungspuppenreplik. E-Beams seien glücklich. Haben wir mit der schon gesprochen? Hier kommen nur selten Touristen her. Ich bin keine Touristin, meine ich. Ich bin Forscherin. Oh. Oh. Tja. Du hättest diesen Ort mal vor 20 Jahren sehen sollen. Er war so voller Leben und so optimistisch, was die Zukunft betrifft. Pff, optimistisch. Naiv trifft es wohl besser. Was ist passiert? Porvenir ist passiert. Eine große Ölfirma aus Lima. Sie kamen her, kauften die Stadt auf, gaben allen Arbeit. Sie wollten sogar Wohnungen über den Fluss bauen. Dann ging alles den Bach runter. Der Ölcrash. Ja, und sieh uns jetzt an. Schade, dass du keine Touristin bist. Touristen bringen Geld. Archäologen nehmen nur. Ja, Lara ist Forscherin und Abrissexpertin. Also, in beiden ist sie sehr, sehr gut. So, hier haben wir wieder Loot. Ich weiß, es klingt albern, aber alles ist. Bienvenidos. Und Hydonian. Pablo hat von dir erzählt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer danke. Schon okay. Vor vielen Jahren, als mein Großvater noch ein Junge war, kamen Männer und wollten die Wildnis rund um das Dorf abholzen. Keiner hat sich gegen sie aufgelehnt. Nur mein Großvater. Ein 15-Jähriger stand mit einer leeren Waffe da und hielt Maschinen und Männer auf, die doppelt so groß waren. Manchmal kann der Mut von einem die Feigheit von Dutzenden aufwiegen. Ich habe noch seine Waffe von damals. Ich möchte sie dir geben, als Zeichen des Muts und meiner Dankbarkeit. Solltest du sie nicht Pablo geben? Mein Junge will Arzt werden, wie seine Mutter. Sag, wie heißt du überhaupt? Lara. Ich habe jetzt eine neue Geschichte, Lara. Nochmals danke. Flusspalke haben wir freigeschaltet. Nee, Paschi, den Mod-Status, den muss man sich verdienen. Ich weiß, es klingt albern, nach allem, was passiert ist. Okay, Donian, ich mach die Mauer eben kurz zum Schneiden. Ich glaube, würde ich das machen, dann hätte ich gleich einen Stein im Fenster. Wir gehen mal zur Hauptquest weiter. Nicht nur ein Kleinstein. Du wirst so ein Felsen wie der aus Indiana Jones hinterher schmeißen, ne? Verschwilft sich selber rein mit Tribo. Hey, das sieht von außen viel größer aus. Was hast du gemacht? Jonah, sieh mal. X-Chell und Chuck-Chell. Die Zwillinge werden wieder vereint. Was ist? Lara, Was? Nichts kaputt machen, hat Abby gesagt. Ich mach nichts kaputt. Ich restauriere das Original. Das sollte wohl jemand verstecken. Sag ich jetzt auch immer, wenn ich was kaputt mache. Wieder vereint.
bevor sie dem Pfad der Lebenden folgen. Das wurde manipuliert. Genau wie das Ding in Mexiko. Das muss ein Hinweis auf den Tempel des Lebens sein. Geh, ich warte hier. Vielleicht finde ich noch mehr. Klingt gut. Oder ist doch eine gute Ausrede. Ich hab's nicht kaputt gemacht, ich habe nur das Original restauriert. Ja, aber die Lara, die hat schon Kraft in den Armen. Ist schon da und sie sprengen sich den Weg frei. Ich versuche ihnen zu folgen. So, muss ich hier runterspringen? Oh, Elster Blick. Nehmen. Wir brauchen die Dinger. Und hier gibt es Erz. Verkaufen Sie Golderz an Händler. Die Info haben wir. Stimmt, wir wollten noch einige Sachen verkaufen. Außen, Osten, Statusbericht. Operation Einsamer Wolf läuft, Trucks unterwegs. Warum auf einmal so hektisch? Dr. Dominguez ist hier in Peru. Ist das Grund genug für dich? Ja, Commander, tut mir leid, Sir. So. Janali-Wurzel. Wurzeln der Janali-Wasserpflanze verbessern die Ausdauer. Die Drohnen waren unerwartet schwer und scharf, aber das Boot ist okay. Gut, dass du da bist. Wir haben ein Problem. Der Generator schon wieder? Bin dabei. Alter, unter Wasser noch genick gebrochen. Wasserdrohnen. Und die hinterfragen nicht, wo dessen kommt. Das ist schlecht. Ganz schlecht. Die hinterfragen einfach nicht, wo deren Kumpel auf einmal hin ist. Der war gerade da. Da oben am Steg. Die hat eine Sekunde weggeguckt und im nächsten Moment war er nicht mehr da. Ja, jetzt fängt er an zu hinterfragen. Hat er mich gesehen? Nice. Wir sind wie so ein Krokodil, der einfach im Wasser wartet. Und dann einfach zuschnappt.
hier noch jemanden? Ja. Ansonsten werden wir jetzt nicht gebückt. Ging es ein Lee sogar? Schnapp macht das Krokodil. Schnapp. So, was haben wir hier? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, hier ist eine Trinity-Basis. Hey, Jonah, ich... Was ist hier passiert? Ich sagte, nichts kaputt machen. Abby, ich kann's erklären. Ich melde mich wieder, Lara. Mach bloß keinen Blödsinn. Wir haben auch nichts kaputt gemacht. Wir haben restauriert. Also, wir haben jetzt 3 Fähigkeitspunkte sogar. Okay, was nehmen wir? In was können wir investieren am besten? Sicht der Eule. Überlebensinstinkte halten länger und nachdem Lara sich bewegt. Zur Schwierigkeitsgruppe 1 mit dem Dschungel werden feine Ressourcen und Objekte erleuchtet angezeigt. Liste Krähe. Sehen Sie Fallen mit Überlebensinstinkte? Sehen Sie die Herzen großer Tiere? Erhalten Sie die Fähigkeit Pfeilgift und Toxin von Spinnen und Nähe? Erhöht Chance, seltene Tiere zu finden? Schaltet den Kauf von Munitions- und Ressourcentaschen mit großer Kapazität bei Händlern frei. Dann machen wir später. Erhöht die Menge an menschengemachten Herstellungsressourcen, die aus jeder Quelle erhalten. Lockpfeile her. Lockfallen. Sie können unter Wasser die Luft länger anhalten. Stapeln sich mit dem... Jo, das würde ich auf jeden Fall machen. 2, aber mal. Ach komm, wir. Hier haben wir noch nie geguckt. Setzen Sie ungepanzerte Feinde außer Gefecht, wenn sie ausweichen und dann kontern. Nach der Wundheilung im Kampf widerstehen Sie kurzzeitig dem Schaden durch Feinde. Ah ne, warte, das hier muss. Reduziert erlittenen Schaden von tiefen Stürzen. Komm, wir machen das hier. Und. Fall des Fuchses. So, was haben wir hier? Nadel der Ex haben wir. Überreste Outfits benötigen weniger Ressourcen, um ihre frühere Pracht wiederherzustellen. Und hier war Stütze des Pumas, hatte ich vorhin gelesen. Okay, die haben wir jetzt freigeschaltet. Also zum Freischalten bereit, eher gesagt. Waffen-Upgrade Stufe 4 benötigt und hier auch Stufe 4. Ein offizieller Bericht von Trinity. Riegeln wir eigentlich alles ab? Weil Commander Rourke den Bereich halten will. Keiner darf rein oder raus. Das weiß ich, du Klugscheißer. Aber warum? Das übersteigt meine Besoldung. Vielleicht kann uns nachher das Aufklärungsteam etwas mehr sagen. Wir werden dazu aufgefordert, schmutzig zu werden. Super. Ja, danach braucht Lara definitiv ein Bad. Hauvenier, hier ist Commander Rourke. Ist die Abriegelung erfolgt? Es ist fast geschafft. Alle Zugangspunkte und die meisten Barrikaden sind fertig.
fast ist nicht gut genug. Sichert den Bereich sofort und sorgt dafür, dass alles dicht ist. Ja, Sir. Darf ich fragen, Sir, was los ist? Aufklärungsteam ist unterwegs. Rogue out. Wir sollten nicht vom Schlimmsten ausgehen. Vielleicht sind sie okay. Kann ich die auch anders anlocken? Mit Pfeifen oder so? Vielleicht muss er ja pinkeln. Der kommt zumindest schon mal in meine Richtung. Ich gehe der Sache nach. Ja, komm näher. Schwärmen. Waffen bereithalten. Ach nö, jetzt. Das sehe ich mir lieber mal an. Dort könnte was sein. Ich hab sie gefährdet, besucht. Mist. Du bist allein. Was kannst du schon ausrichten? Es ist kein... Wohin hat der denn gezielt? Oh, 50 Münzen haben wir wieder bekommen. Nice. So kommt man Münzen, okay. Okay, das Gebiet ist abgeriegelt. Jetzt müssen wir auf das Aufklärungsteam warten. Findest du das nicht etwas merkwürdig? Es gab unten ein Problem, aber wir schützen uns gegen eine Bedrohung von oben. Alles wie gewohnt. Falls doch etwas schieflaufen sollte, könnte es fast alles sein. Wir kontrollieren auch den Tempel. Ich weiß nicht. Erst hatten wir Alarmstufe Gelb in einem bekannten Bereich und jetzt haben wir überall Rot. Wir haben auf alles überreagiert, seit dieser Sturm getobt hat. Grabraub. Nana würde sagen, wir haben es verdient. Ja, manche einer. Das waren gute Männer. Das sind gute Männer. Das ist doch scheiße. Wir werden belogen und haben deshalb vielleicht schon Leute verloren. Ganz ruhig. Wenn es etwas gibt, das wir wissen sollten, hätte man es uns gesagt. Und Rogue würde nicht lügen. Er nicht, aber er ist nicht der Boss. Dominguez hat das Sagen und der fiese Mistkerl hat einen Gottkomplex. Ich traue ihm auch nicht hundertprozentig. Aber selbst wenn er Einheimische von hinten ersticht, zu uns war er immer fair. Ah, okay, jetzt wird er gesehen. Sie sollten Deacons mit dem Aufklärungsteam schicken. Was ist da unten passiert? Wir sichern den Ort. Offensichtlich glaubt jemand an einen Angriff. Durch was? Da unten ist nichts. Sicher? Wir haben etwas gesucht. Vielleicht haben die es gefunden. Und es war was anderes. Ich guck mal, ob ich irgendwie von hier hinten irgendwie einen nach dem anderen ausschalten kann. So, der soll einmal kurz näher kommen. Verdammt noch. Also bleib wieder hin. Einsturz, zu tief runtergegangen. Es gibt viele Gründe, warum ein Kontakt abreißt. So, die werden jetzt gleich aufmerksam, dass der weg ist. Wo ist der hin? Ich könnte hier Verstärkung brauchen. Stellt alles auf den Kopf. Wenn du mich deckst,
Gott vielleicht. Mist! Aus! Leise wie eine Assassine. Jonah, Commander Rogue ist hier in Peru. Er hat Trinity befohlen, eine Ausgrabungsstätte unter einer alten Ölquelle abzuriegeln. Willst du es überprüfen? Ja, ich werde nachsehen, was sie gefunden haben. Rogue war dabei, als Dominguez in Cozumel den Dolch genommen hat. Sie müssen herausgefunden haben, was der nächste Schritt ist, um die verborgene Stadt zu finden. Ja. Pfad der Lebenden, die Ölquelle untersuchen. Ist das Wasser? Kann ich da einfach... Sauber gelandet. Wenigstens bin ich gestorben, ja? Hier hat ein Blutbad stattgefunden. Was ist passiert? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. So, Tempeluntersuchung. Was haben wir hier? Ja, wir haben wieder einiges vergessen. Wir werden so oder so das alles nach und nach noch mal durchgehen und looten. Und wieder ein Fähigkeitspunkt. Okay, Bildschirm färbt sich. Der ist auch nicht schlecht gestorben. Jonah, ich bin jetzt im Tempel. Ich glaube, wir haben hier auch was. Einige Zahlen. Ich überprüfe das. Ich möchte auch sowas im Vorgarten haben. Einfach mal so einen brennenden See. Noch ein paar Speere, um Gäste zu empfangen. Die Zahlen auf den Säulen scheinen Anfänge von Daten zu sein. X-Chell ist links, Chuck-Chell ist rechts. Irgendwo Lösungsansätze? Ah, warte mal. Thank you.
Okay, ich kann hier noch nichts machen. Kann ich hier irgendwas machen? Auch noch. Ah, okay. Jetzt. Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Symbole müssen passen. Passt das aber nicht? Mal. Ich renne vorsichtshalber raus, das sieht für mich nach einer Falle aus. Ah, okay. Noch eine Tür? Das kann nicht alles sein. Okay, noch ein Rätsel. Gibt es hier irgendwo eine Antwort drauf? Ja. Ah, warte mal. Das sind ja dieselben Dinger. Nur bei dem ist unten rechts da ein Strich. Und da die drei Punkte. Warte mal. Das müsste es sein. Hey Jonah, geht's voran? Ein unvollständiges Datum und eine Darstellung von Chak-Chell. Ich habe hier zwei Daten und X-Chell. Das linke Datum kenne ich irgendwoher. Das Foto aus Cozumel. Vielleicht ist da ein Hinweis. Hier ist unten gar nichts. Also ganz unten. Hier ist ganz unten auch gar nichts. Das Foto aus Cozumel. Vielleicht ist da ein Hinweis. In der langen Zählung der Maya besteht jedes Datum aus 5 Zahlen. Diese Zahl wurde beschädigt und sieht wie eine 13 aus, ist aber in Wahrheit eine 8. Das macht einen Unterschied von 2000 Jahren und vollkommen andere Positionen der Sternbilder aus. Der Sternweg führt also nach Westen, zu irgendeinem Ort in Peru. Die letzte Zahl auf der linken Säule ist eine 0.
Und was bringt mir die Info? Die letzte Zahl auf der linken Säule müsste eine Null sein. Warte mal. Welches Dings waren das? Welches Artefakt war das? Wo? Ist das hier eine Null? Und das sah auf der anderen Seite so aus, also... Bitte lass das jetzt richtig sein. Gucken wir nochmal die anderen Dinger hier an. Was ist vielleicht das hier? Sterne. Das hier. In der langen Zählung der Maya besteht jedes Datum aus 5 Zahlen. Diese Zahl wurde beschädigt und sieht wie eine 13 aus, ist aber in Wahrheit eine 8. Das macht einen Unterschied von 2000 Jahren und vollkommen andere Positionen der Sternbilder aus. Der Sternweg führt also nach Westen, zu irgendeinem Ort in Peru. Die letzte Zahl auf der linken Seite soll... ist eine Null. Und was davon ist eine Null? Okay, Jonah. Was ist die letzte Zahl für Chuck Chell? Waagerechte Linie mit 2 Punkten darüber. 7, oder? Danke. Okay, Wagen, das hier. Ach so. Hier ist eine Wandmalerei. Es stellt offenbar etwas wie eine Reise dar. Dem Zugang durch ein Jaguarmaul folgt eine Schlange in Richtung des Silberauges. Aha. Unterwegs ist eine Spinne und ein Adler steigt zu einem Tempel auf. Okay, das meiste davon sagt mir nichts, aber ich weiß, wo das Jaguarmaul ist. Wirklich? Ja, Katzenskulptur, große Zähne. Oh, er ist zurück. Lara, bist du okay? Ja, ich gehe zurück. Gut. Das hier wird dir gefallen. Da bin ich gespannt, was mir gefallen wird, oder beziehungsweise Lara gefallen wird. Ich kann den Dialekt nicht bestimmen.
Toll, ich darf hier nochmal wiederkehren. Ja. Ja. Das, liebe Kinder, auf der Tafel ist das Rezept für die Kichererbsen. Krallen des Adlers. Benutzen Sie einen Seilpfeil von Ästen aus, um Feinde zu töten und aufzuknüpfen. Wenn Feinde aufknüpfen, da bin ich gespannt. Geburt der Schlange. Mom. Eine alte Skizze. Wassertarnung, verstecken Sie sich im Segler, um Entdeckungen zu entgehen und zu vermeiden. Was sollen hier sein? Ach, genau, die Piranhas. Überhaupt lang? Da hinten, okay. Lara, hoch, hoch. Ach, wir sind schon wieder in Kubakjaku. So schnell? Ah, die Brüllappen wieder. Hey! Oh Gott! Lass das doch! Tut mir leid. Hat sonst jemand geschafft? Keine Ahnung. Basislager? Ihr Omikron-Team! Wir wurden angegriffen! Basislager, komm! Irgendwas? Ruhe! Ich muss was hören. Sie sind hier! Du kriegst mich nicht. Der wurde hier an dem Busch aufgehängt. Kommt schon, ihr Schweine. Und zwar unmittelbar, nachdem er sich umgedreht hatte. Du kriegst mich nicht. Und er zieht auf den Busch bei ihm da vorne. Wo bist du?
Wovor haben die so viel Angst? Scheiße, ich habe mein Funkgerät verloren. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Also das sind mit Wahrscheinlichkeit eher Kannibalen. Bleib bloß weg von mir, verdammt! Ganz ruhig, alles gut. Kannst du sagen, was passiert ist? Da waren nur Klauen. Zähne. Sehr hilfreich. Hey, etwas mehr Rücksicht, ja? Der Angriff. Die Schreie. Knochen. Es ist vorbei. Du bist sicher. Wir gehören nicht hierher. Alles okay jetzt? Wir sind tot. Wir sind tot. Es ist vorbei. Du bist sicher. Sowas von sicher, ja. Wir müssen einfach nur warten, bis die Verstärkung eintrifft. Ich hoffe, dieses Mal kriegen wir es hin. Was hätte der uns gesehen? Das kann nicht wahr sein. Gott, wie lange denn noch? Mist. War das jetzt ein lautlos Kill, hä? Hangar in Sicht. Yo, Lara, mach dich erstmal schnussig, genau. Ha, mehr hast du nicht drauf. Wir sind hier. Noch 60 Sekunden und wir sind drin. Sichert den Bereich, Männer. Joxe! Wo ist das hin? Wo ist das hin? Linke Seite! Genau! Alles voll. Kann nicht mehr tragen. Was sind das für Kreaturen? Vermutlich hungrige Menschen. Wir haben lange nichts mehr gegessen und da sieht dann so ein Christopher oder so ein Tobias auf einmal ganz passabel schmackhaft aus. Überall Leichen. Die Kreaturen haben sie getötet. Aber warum? Jonah, Abby. Hey, Lara? Ich habe was gesehen. Trinity wird gejagt von irgendeiner Kreatur. Was? Sie hat Zischlaute gemacht und war sehr schnell. Lara, das klingt wie die Legende von den Pistakos. Soll das ein Witz sein? Nein, ich weiß, was ich gesehen habe. Bist du in Sicherheit? Ja, ich bin auf dem Rückweg. Okay,
hier unten gibt's, abgesehen von dem Glas, keinen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Wie weit noch? Ach so, wir sind schon gleich da. Dafür habe ich nicht genug Platz. So, Pfad der Toten, Jonah in den Ruinen treffen. Jonah? Jonah? Wir sind unten. Hey. Habt ihr schon reingesehen? Wir haben auf dich gewartet. Was wir da wohl finden? Auf dem Bild waren Prüfungen abgebildet. Ich kenne einen anderen Weg. Okay, ich gehe vor. Wir treffen uns dann dort. Woher will sie jetzt einen die haben doch den Eingang erst gerade entdeckt, oder nicht? Die hatte doch, Abby hatte auch gesagt gehabt, so nichts kaputt machen da oben und so. Weil die, ich... Und dann überrascht war, dass es das hier alles gibt. Und dann auf einmal kennt sie einen anderen Weg? Ist ein bisschen unlogisch. Naja, aber egal, Plot Twist halt. So, aber ich würde jetzt nochmal einen kleinen Break machen. Und, also einen kleinen Päuschen. Und wäre auch gleich wieder da.